ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich möchte heute etwas mit Wolkenschleim und mit Seidenknete formen. Und vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, was ich formen möchte. Es ist etwas Blaues. Richtig, es ist das Krümelmonster. Ich möchte Kahn überraschen und eine Figur aus Wolkenschleim und Seidenknete formen, die aussieht wie das Krümelmonster. Vielleicht verwechselt er die dann ja auch mit seinem Freund, dem Krümelmonster. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Als erstes benutze ich Seidenknete und daraus forme ich einen Kopf und einen Körper. Da aber das Krümelmonster so ein bisschen zottelig ist, mache ich danach noch ein bisschen Wolkenschleim da dran, damit das ein bisschen flauschiger aussieht. Ihr seht, so eine ganz große Figur kann ich daraus nicht machen. Ich habe hier nur diese Portion und wenn das wirklich so groß werden soll, wie das Krümelmonster in echt ist, dann reicht die Knete hier nicht. Deswegen mache ich einen Kopf. Da forme ich erstmal einfach eine Kugel. Aber der Kopf ist ja nicht kugelrund. Ich mache das Ganze so ein bisschen eierförmig. Bisschen oval. Als nächstes trenne ich mir eine etwas größere Portion ab. Das soll der Körper werden. Und dann brauche ich ja noch ein bisschen Knete für Arme und Beine. Ich forme hier erstmal wieder eine Kugel. Und diese Kugel, die forme ich ein bisschen auch eierförmig, aber diesmal in die andere Richtung. Und das soll der Körper sein. Da setze ich jetzt mal den Kopf drauf. Die Arme mache ich etwas größer. Der muss ja natürlich Arme haben, um seine Kekse halten zu können. Und die Beine mache ich dann etwas kleiner, weil so viel Knete habe ich leider nicht mehr. Wer noch mehr Knete hat, kann natürlich auch noch etwas größere Beine machen. Jetzt fehlen natürlich noch die Füße. Und da forme ich auch einfach nochmal so einen Streifen und knick den vorne so rum, als ob das Krümelmonster sitzt. Mit einem Messer schneide ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen auf, damit das mehr aussieht wie der Mund vom Krümelmonster. Mit dem Wolkenschleim mache ich jetzt überall noch ein bisschen dran, damit der aussieht, als wäre der so flauschig. Diesen Wolkenschleim, den kann man so ganz platt drücken und damit sowas ummanteln. Ich habe das Krümelmonster jetzt komplett in Wolkenschleim eingepackt und ich finde, das sieht schon total niedlich aus, total flauschig. Da fehlen natürlich jetzt noch die großen, runden Augen. Dafür nehme ich natürlich den weißen Wolkenschleim, nehme mir eine Portion und rolle die in meinen Händen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu groß. Ganz so riesengroße Augen hat der ja auch wieder nicht. Groß, aber nicht zu groß. Ich glaube, die sind genau richtig. Die setze ich jetzt hier oben dran. Und dann fehlen noch die Pupillen. Da habe ich einfach zwei kleine schwarze Kugeln geformt. Ein Auge guckt geradeaus und das andere schielt ein bisschen. Das Krümelmonster schielt ja. Ich finde, man kann das Krümelmonster schon erkennen, aber eins fehlt da noch. Ich habe noch zwei kleine Kekse geformt. Einfach gelben Wolkenschleim mit ein paar kleinen Punkten drauf. Und einen Keks kriegt das Krümelmonster in die Hand und den anderen, den stecke ich hier so in den Mund rein. Und ich glaube, jetzt ist der wirklich unverwechselbar. Der Keks ist unverwechselbar und das Krümelmonster natürlich auch. Und ich bin so gespannt, was Kahn dazu sagen wird. Ich werde mal schauen, ob ich den Kahn finde. Und dann werde ich ihn mal damit überraschen. Mal schauen, wie der reagiert.
So, jetzt ist Kahn da. Komm mal gucken, Kahn. Oh, okay. Ist das der kleine Bruder vom Krümelmonster? Vielleicht auch das Baby vom Krümelmonster. Auch schon ganz gefräßig mit Keksen. Sollen wir ihn mal fragen? Also, er hat mir davon nichts erzählt. Dir etwa? Nö, mir auch nicht. Der hat bisher noch gar nicht gesprochen. Ja, dann wollen wir ihn mal fragen. Krümelmonster, wer ist denn dieser Kleine da? Das weiß ich auch nicht. Wer bist du? Keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Der sieht dir aber ganz schön ähnlich, oder? Das kann sein, aber das Krümelmonster, das bin ich doch und nicht der da neben mir. Also, ich weiß von nichts. Der isst aber auch so gerne Kekse, ne? Siehst du, der hat Kekse in der Hand. Das stimmt. Also, der muss ja mit mir verwandt sein, oder? Das glaube ich auch. Vielleicht ein Cousin von mir. Das kann ja sein. Ja, wahrscheinlich, oder? Was meinst du, Kahn? Ja, ich glaube auch. Also, der ist aber ein bisschen Kleinkrümelmonster, oder? Das kann sein. Ich bin aber auch riesengroß. Ich glaube, das kleine neue Krümelmonster hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt hier. Selbst das große Krümelmonster wusste nicht, wo der herkommt. Vielleicht ist es wirklich der kleine Cousin. Ich finde, das hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht, den zu formen. Vielleicht möchtet ihr auch so ein Krümelmonster nachformen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der gefällt. Also dieses Krümelmonster, wie euch das gefällt. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen. Ist es eher das Baby vom Krümelmonster? Oder ist es der kleine Bruder? Der Cousin? Das könnt ihr gerne einfach alles unten reinschreiben. Was meint ihr? Schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!